Ich grüße euch und somit ein herzliches Hallo, meine lieben Diablo-Fans, zu einem weiteren Video von mir. Im heutigen Video widmen wir uns mal wieder dem Barbaren, allerdings ein ganz anderes Bild wie zum letzten Video. Eine kleine Veränderung ist es doch schon, ja? Aber ich muss euch sagen, 100er Pit, easy peasy, 105 Pit, auch noch easy peasy, weiter bin ich bisher noch gar nicht gegangen und Level 200 Duriel fällt einfach nur sowas von schnell um. Das ist echt der Wahnsinn. Aber alles Weitere wirst du in diesem Video erfahren und solltest du neu auf diesem Kanal sein, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du mit einem Follow am Start bleibst, damit du keine weiteren Videos von mir verpasst. Apropos Videos, check mal meine Diablo 4 Playlist ab, denn ich habe so einiges an Videos gemacht. Aber ich würde erstmal sagen, genug geschnackt und wir legen direkt los. Viel Spaß! So, Freunde, und somit herzlich willkommen zu diesem neuen Barbaren-Video von mir. So, wir fangen erstmal mit der ganzen Aspektsituation an. Wie ihr seht, Meisterwerk ist nicht alles perfekt auf 12. Das heißt, ihr könnt ohne Probleme definitiv mehr als Pit 105 laufen. Das nur mal so am Rande, ja. Aktuell haben wir gerade 53.000 Angriffsstärke, 8.900 Rüstung und 68.000 Leben. Klar, Rüstung geht ein bisschen mehr, ne? Rüstungscap ist ja, glaube ich, 9.300 oder so. Deswegen, Rüstung geht auf jeden Fall noch mehr, aber dazu müsste ich dann hier noch weiter skillen. Wir fangen erstmal ganz oben an, Freunde. Ganz klar, die Harlekin, brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Ist das One and Only. Dann gehen wir Richtung Rüstung. Hier habe ich auf jeden Fall mit drin Stärke, maximales Leben und natürlich sehr, sehr wichtig, Widerstand gegen alle Schadensarten. Klar, wenn wir uns das Ganze jetzt einmal so anschauen, ne, fehlt noch ein ganz kleiner Wert, aber dennoch reicht das hier enorm. Gesamte Rüstung ist dann noch mit automatisch mit drin und Chance von bis zu 25% auf Betäuben. Ja, das ist schon nicht verkehrt. Und dann gehen wir Richtung Handschuhe. Ah, Entschuldigung. Dann natürlich der Aspekt. Und zwar Eisenhaut verleiht Unaufhaltsamkeit und 34% Schadensreduktion. Denn wir spielen ja hier unter anderem auch mit Eisenhaut. Denn gerade in den hohen Pits oder so ist es halt wichtig, dass wir uns schützen. Und das geht dann hier natürlich sehr gut mit diesem Bild mit der Eisenhaut. Dann gehen wir als nächstes zu den Handschuhen. Panzerhandschuhe des Schmerzlingers. Hier habe ich natürlich ein AA-Fix drauf, zum Glück, denn hier machen wir zusätzlich Schaden des Typs Basis und hier können wir noch 3 Punkte hochknallen und wer weiß, wo uns dann hier der Weg einmal hinführt. Dann gehen wir weiter zur Hose, wieder Stärke, wieder maximales Leben und ganz, ganz wichtig, hier braucht ihr einen Pluswert auf Hieb. Wenn ihr hier natürlich einen AA-Fix drauf habt, ist es natürlich Jackpot, aber hier habe ich +4 damit drauf, Glück gehabt. Dann habe ich noch zusätzlich mit drauf gemacht, einmal Glückstreffer, Chance bis zu 35%, dass die Gegner hier natürlich verlangsamen und natürlich Widerstand gegen Blitz. Hier müsst ihr selbst ein bisschen variieren, ja, wo müsst ihr ein bisschen ausbessern, damit ihr auf einen perfekten Widerstand kommt und dementsprechend solltet ihr dann hier einmal in der Hose dann den passenden Affix einmal reinknallen und hier als Aspekt mit drin, Basisfertigkeiten verleihen uns dann natürlich hier 20% Schadensreduktion. Das 7 Sekunden lang, aber vertraut mir, ihr habt ja gerade selber gesehen, wir schlagen so schnell um uns und wir machen ja nur Basisfertigkeiten unter anderem, ja. Und dementsprechend haben wir hier konstant Schadensreduktion. Dann einmal zu den Schuhen. Hier solltet ihr bei den Schuhen ebenfalls noch ein bisschen gegensteuern, ne, was eure Widerstandswerte angeht. Und das war jetzt bei mir halt das Gift. Gift habe ich dann mit drin und Stärke mit drin. Und natürlich +4 auf Kriegsschrei. Dann noch extra Bewegungsgeschwindigkeit. Wir müssen uns ja ein bisschen schneller bewegen. Der Barbar ist halt ein bisschen fülliger und nicht so schnell unterwegs. Daher ist Bewegungsgeschwindigkeit eigentlich ein Must-Have in den Schuhen. Und natürlich +2 auf Erschütterung. Das gibt uns hier nochmal zusätzliche Werte, dazu komme ich nämlich dann gleich. Dann folgender Aspekt mit drin. Nach dem Wirken von 5 Basisfertigkeiten wird eine eurer aktiven Abklingzeiten dann hier um 2 Sekunden verkürzt. Dann kommen wir zur ersten Waffe. Bei den ganzen Waffen habe ich so gut wie es geht
immer Stärke, maximales Leben und kritische Trefferschaden mit drin. So wie hier natürlich auch. Stärke, maximales Leben, kritischer Trefferschaden. Hier ebenfalls. Stärke, maximales Leben, kritischer Trefferschaden. Allerdings bei meinem Schwert leider nicht. Ich habe kein Glück gehabt. Der Schadenwert ist schon nicht verkehrt. Aber für diesen Bild, ja, nicht so perfekt. Daher solltet ihr ebenfalls hier noch mit Leben drin haben. Denn wir spielen hier einen Barbaren. Und ihr müsst das so sehen. Desto mehr Leben wir haben, desto mehr tanky sind wir logischerweise und desto mehr können wir in den ganzen Pits rumlaufen. Daher achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr hier viel, viel Leben habt. Wir können natürlich auch im Paragon-Baum dagegen steuern und dafür sorgen, dass wir jetzt hier viel Leben haben. Wie ihr gerade seht, 68.000. Hier könnte ich locker über 70.000 kommen, wenn ich hier natürlich extra Leben mit drauf habe. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt hier weiterhin. Hier habe ich dann folgende Affix noch mit drauf. Extra Hieb macht Spaltungsschaden und, jetzt kommt's Freunde, kritischer Trefferschaden. Jetzt noch etwas, das wissen viele gar nicht und dank meiner tollen Twitch-Community weiß ich davon. Und zwar könnt ihr diesen Affix nur reinknallen, wenn ihr mit dem Jäger spielt. Ja, ist leider so, Freunde, denn nur der Jäger kann diesen Affix reinmachen. Deswegen spielt den Jäger so weit, dass ihr dann das Ganze freigeschaltet habt und dann müsst ihr halt immer hin und her switchen und dementsprechend dann hin und her rollen. Mit etwas Glück bekommt er dann hier nochmal zusätzlich kritischen Trefferschaden mit drauf, was der Barbar halt so nicht kann. Deswegen habe ich hier kritischen Trefferschaden mit natürlich drauf. Dann gehen wir zur nächsten Waffe, zum Schwert. Hier, wie ich gerade schon erwähnt habe, Stärke, Max Leben, Kritschaden. Und Schaden gegen Gegner in der Nähe und natürlich wieder Hieb verursacht natürlich zusätzlich Spaltungsschaden. Und folgenden Aspekt habe ich dann natürlich drin. Wenn wir hier natürlich stehen bleiben, ne, und das 3 Sekunden lang, bekommen wir mehr 10% Schaden raus. Ah ja, hier folgender Aspekt natürlich mit drin. Fügt ihr einem Gegner mit einer Basisfertigkeit Schaden zu, erhaltet ihr 10 Sekunden lang 4% Angriffsgeschwindigkeit. Jo. Und wir machen natürlich Basisfertigkeiten Schaden auch nochmal extra. Und wir bekommen natürlich extra Bewegungsgeschwindigkeit, was uns hier natürlich zugute kommt. Und hier bei dem Hammer, genau, das müsst ihr auf jeden Fall für diesen Bild beachten. Ihr müsst ein Schwert haben und ihr müsst einen Streitkolben haben. Ansonsten könnt ihr nicht zwei Waffen nutzen. Um wirklich mit jeweils einer Einhandwaffe kämpfen zu können, müsst ihr ein Schwert haben und natürlich einen Streitkolben. Anders geht's leider nicht. Und das müsst ihr dann dementsprechend auch noch richtig umschalten. Wenn ihr das alles gemacht habt oder so, ne, geht ihr natürlich einmal hier drauf. Dann geht ihr auf eure Fähigkeitsgold runter. Und bei der PlayStation ist jetzt der Viereck-Taste. Und ihr seht, ihr könnt dann hier switchen. Ne, und dann müsst ihr hier diese Dualwaffen einmal anklicken und auswählen. Soweit, so gut. So, dann gehen wir hier hin. Hier wieder Hieb extra mit drin und natürlich auch kritischer Trefferschaden. Und Aufstampfen verursacht ein Erdbeben. Und solange wir in diesem Erdbeben drin stehen, machen wir zusätzlich 25% mehr Schaden. Also ich bin so eine Art Spieler. Ich stehe ganz gerne schön locker flockig auf einer Stelle und versuche immer nur drauf zu hauen und ab und an mal ein klein wenig auszuweichen. Und das kommt dann mir persönlich hier richtig zugute und somit kriegen wir dann 25% mehr Schaden raus. Dann hier bei meinem Schwert auch wieder extra mit reingemacht Hieb und natürlich kritischer Trefferschaden. Und Basisfertigkeiten erhalten 60% Angriffsgeschwindigkeit. Dann gehen wir einmal Richtung Amulett. Hier habe ich maximales Leben wieder mit drin, extra Angriffsgeschwindigkeit und kritische Trefferchance. Crit-Chance muss auf jeden Fall drin sein. Ja, safe. Da habe ich dann maximales Leben drin. Ich wollte hier unbedingt ein bisschen mehr zusätzlich Rüstung drin haben, aber ich hatte kein Glück. Ich habe 5-mal hintereinander beim Schmied dieses dumme Leben bekommen, anstatt mal Rüstung. Sonst bekomme ich immer nur Ausweichen, aber jetzt habe ich nur Leben bekommen. Ja, Rüstung wollte ich eigentlich haben. Also solltet ihr die Chance haben, Rüstung reinzukriegen, dann lasst sie euch einfach drin. Safe. Und hier wieder natürlich mehr Crit-Schaden. Hier haben wir dann folgenden Aspekt drin, Freunde. Wirkt ihr Basisfertigkeiten bei oder über 50% eures Ressourcenmaximums, verursachen sie 108% erhöhten Schaden. Dann zum nächsten Ring. Hier habe ich mit drin Stärke, Angriffsgeschwindigkeit wieder mal,
Crit-Chance muss safe drin sein. Also Stärke, Angriffsgeschwindigkeit, Crit-Chance, top. Abklingzeitreduktion für Kriegsschrei natürlich. Und hier wieder kritischer Trefferschaden. Folgender Aspekt, verursacht 25% mehr Schaden, solange ihr eine aktive Barriere habt. Wie Barriere mit einem Barbaren? Wenn wir unsere Eisenhaut aktivieren, haben wir unter anderem auch eine Barriere. Und solange diese Eisenhaut aktiv ist, machen wir hier natürlich 25% zusätzlich mehr Schaden. Und warum nicht? 25% ist schon echt viel. Daher dieser Aspekt mit drin. Beim nächsten Ring hier wieder Angriffsgeschwindigkeit, Crit-Chance und kritischer Trefferschaden. Muss jetzt nicht unbedingt sein, der kritische Trefferschaden, ne? Den könnt ihr eigentlich auch rauslassen und auch ersetzen, so wie hier bei diesem Ring mit extra Stärke. Kommt uns hier natürlich zugute. Aber ich habe halt diesen Ring bekommen und ich wollte unbedingt den AA-Fix mit Crit-Chance nutzen. Daher ist dann halt auch mit drin. Und wieder mal Abklingzeitreduktion für Kriegsschrei und kritischer Trefferschaden. Und folgender Aspekt, Fertigkeiten verursachen dann bis zu 20% mehr Schaden, basierend auf der Wirkzeit der verfügbaren Primärressource. Ja, und einmal ganz kurz zu den Edelsteinen zurückzukommen. Bei dem Amulett und bei den Ringen solltet ihr wirklich immer darauf achten, dass ihr gegensteuert mit euren Widerstandswerten. Ja, wie ich hier gerade schon erwähnt habe, einmal hier und einmal hier. Ja, und da müsst ihr mal halt mal drauf achten, damit ihr hier dann ohne Probleme auf einen besseren Wert kommt. Ganz klar, bei der Rüstung habe ich einen roten reingemacht, wegen mehr Leben, logischerweise. Und hier einen orangenen, jeweils den Schaden des Typs Basis. Ne? Wir spielen ja mit Hieb. Hieb ist eine Basisfertigkeit und macht natürlich Schaden. So, wir gucken uns einmal ganz kurz die Werte an. Wir sind jetzt hier gerade aktuell auf einen Angriffsgeschwindigkeitenbonus von 68,9%. Und das ist nur der normale Wert. Wenn wirklich dann alles triggert, ne, wirklich alles, dann hauen wir selbstverständlich im Berserker-Modus noch viel schneller. Crit-Chance sind wir leider Gottes nur bei 50,4. Wenn ich natürlich die Ringe jetzt hochmache, komme ich natürlich um einiges weiter nach oben. Was heißt um einiges? Ich denke mal so 55 könnte man noch erreichen. Mit den Handschuhen und mit den Ringen zusammen. Das war's. Und einen kritischen Trefferschaden mit 2488,7. Kann sich sehen lassen, würde ich sagen, ne? Ja, würde ich mal sagen. Und die restlichen Werte seht ihr selber. Schaden mit Streitkolben, dann jeglichen Schaden, bla bla bla, solche Sachen halt. Okay, soweit so gut. Expertise, ganz normal, ganz klar. Hier machen wir dann extra Schaden gegen verwundbare Gegner. Jetzt kommen wir einmal zum Fertigkeitenbaum. Ich überfliege das einmal ganz kurz. Das ist ja hier ein Endgame-Bild. Könnt euch das ganz gerne mal anschauen. Denke mal, wenn ihr das Ganze jetzt hier gerade seht oder so, seid ihr eh schon längst länger Level 100 und haut richtig rein. Selbstverständlich könnt ihr dem Bild natürlich auch unter Level 100 anfangen zu bauen. Keine Frage. Ne, der knallt auch. Aber ist jetzt hier gerade ordentlicher Endgame-Bild wegen der Harlequin unter anderem. So, hier Hieb ganz normal hochknallen. Dann gehen wir hier runter. Aufstampfen. Müssen wir halt mitnehmen, wegen den Aspekt, ne? Und hier habe ich auch nur einen Punkt reingemacht, weil die anderen sind total useless. Hier bekommen wir mehr Wut und hier bekommen wir halt Abklingzeit auf unsere Ulti und wir nutzen hier halt keine Ulti. Daher reicht es nur, wenn ihr diesen Punkt mit reinmacht, denn hier wird Aufstampfen eine Sekunde verlängert. Dann hier drei Punkte reingemacht, dann hier zwei Punkte reingemacht, wegen Schadensreduktion gegen Elite-Gegner. Könnt ihr natürlich gerne switchen, aber hier hätte ich lieber gerne mehr Leben als Schadensreduktion gegen Elite-Gegner. Dann ganz klar, Eisenhaut muss mit rein. Die rettet euch so dermaßen den Hintern, Freunde. Also gerade wenn ihr irgendein Pit rumläuft oder so und wenig Leben habt, aktiviert sofort dann die Eisenhaut. Das ist auf jeden Fall ein Game-Changer, ein Life-Changer besser gesagt. Denn kurz vor Energieende oder so, einmal kurz Eisenhaut rein und ihr seid wieder komplett voll und habt dann noch dicke Stählung und Barriere am Start. Hier die Punkte jeweils nochmal reinmachen, ne, wenn die Gegner uns hier natürlich angreifen, dass sie anfangen zu bluten. Hier ein Punkt reingemacht und hier ein Pünktchen reingemacht und hier jeweils ein Punkt reingemacht, hier drei reingemacht. Aggressiver Widerstand logischerweise wegen unserem Berserker-Modus. Dann hier jeweils drei reingemacht und ganz klar der Stahlgriff, der muss mit sein, denn folgenden Kombination, Freunde. Ihr geht in den Pit rein, irgendwo, ne? Ich benutze immer als allererstes den Stahlgriff. Und sobald der Stahlgriff
die Leute herangezogen hat, nutze ich dann mein Erdbeben, beziehungsweise mein Aufstampfen. Dann kommt natürlich ein Erdbeben und dann mache ich zusätzlich mehr Damage. Und da fallen sie eigentlich direkt immer schnell um. Daher ist das als Kombination schon richtig nice. Und außerdem sorgt Stahlgriff natürlich auch dafür, dass die Gegner verwundbar sind. Und wenn sie verwundbar sind, machen wir hier natürlich mehr Damage. Und mehr Damage ist immer gut. Dann hier einen Punkt reingemacht, damit wir dann hier drei reinmachen können bei der Gegenoffensive. So. Hier ganz klar 3 Punkte reingemacht bei Duelland, denn wenn wir nämlich Einhandwaffen benutzen, ist nochmal zusätzlich 9% mehr Angriffsgeschwindigkeit. Hier 3 reingemacht und hier 3 reingemacht und der Rest kommt von den Affixen, der nochmal dafür sorgt, dass der Wert um 2 steigt. Und natürlich dann hier bei Entfesseln. Ach, soweit so gut, Freunde. So, und jetzt gehen wir einmal Richtung Paragon. So, zack, 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 zack. Ich zeige euch einmal hier. Als allererstes benutzen wir hier natürlich Groll, Schaden während Berserker-Modus und im Berserker-Modus erleiden wir dann 10% weniger Schaden durch Elite-Gegner. Das nehmen wir alles mit für zusätzlich ein bisschen mehr Rüstung und natürlich auch maximalen Leben unter anderem. Dann gehen wir hoch zum ersten Board. Das erste Board ist dann hier der Kriegshetzer. Und dann sind wir einmal hier lang gegangen für extra mehr Leben wieder, ne, damit wir ein bisschen mehr Leben haben. Ja, ich weiß, den musste man mitnehmen wegen extra Wut. Brauchen wir für diesen Bild nicht. Wir brauchen auf jeden Fall das Leben. Dann war hier lang gegangen. So, solltet ihr jetzt persönlich noch nicht so weit sein, was eure Schadensreduzierung angeht, ne, beziehungsweise die ganzen Widerstände, dann empfehle ich euch, macht hier auf jeden Fall die Punkte mit rein. Denn hier habt ihr natürlich Widerstand gegen alle Schadensarten. So wie hier auch und hier auch. Und natürlich auch hier. Ja, das macht wirklich nur, wenn ihr nicht so weit seid wie ich. Daher solltet ihr das dann safe mit reinnehmen und müsst dann selber sehen, okay, wo mache ich jetzt gerade Abstriche? Weil wir brauchen hier 1, 2, 3, 4 Punkte. Und wo würdet ihr persönlich dann eure 4 Punkte rausnehmen? Hier ist jeweils immer Leben und Rüstung mit drin extra, ne? Und daher würde ich euch eventuell empfehlen, geht ein klein wenig vom Leben ein bisschen weg, damit ihr dann wenigstens mehr Widerstände habt. Widerstände sind natürlich im hohen Pits sehr wichtig. Und so, dann folgende Glyphe ist dann mit drin. Ausbeuten. Hier machen wir halt Schaden gegen verwundbare Ziele extra. Hier alles mitgenommen. Und dann kommen wir zum nächsten Board. Und dieses Board heißt hier selbstverständlich der Knochenbrecher. Und den haben wir dann so gedreht, damit wir hier natürlich hier runtergehen können. Wegen extra Leben und natürlich auch zusätzlich Rüstung. Und hier ist dann mit drin Territorial, sorgt halt logischerweise dafür Schaden gegen Gegner in der Nähe. Und hier bekommen wir nochmal 10% Schadensreduktion gegen Gegner in der Nähe. Schadensreduktion brauchen wir hier auf jeden Fall safe. Das nehmen wir natürlich auch nochmal mit wegen extra Schadensreduktion im gesunden Zustand und das ebenfalls. So, dann gehen wir hoch zum nächsten Board und das Board heißt weniger Das Board heißt Gemetzel. Und hier sind wir dann wieder lang gegangen wegen Berserker-Modus. Schaden wird natürlich erhöht im Berserker-Modus, sowie die Länge vom Berserker-Modus ebenfalls. Hier dann die erste Glyphe ist dann hier mit drin. Und zwar ist das dann beidhändig. Und zwar weniger Schaden durch Gegner in der Nähe, Schaden während im Berserker-Modus und ihr verursacht 8% mehr Schaden, wenn ihr Einhandwaffen führt. Das dann alles hier jeweils mitnehmen. Dann geht er hier einmal kurz lang, damit wir den dann mitnehmen können. Gemetzel, denn im Berserker-Modus machen wir dann nochmal schneller Schaden. Also Angriffsgeschwindigkeit wird dann erhöht, was uns natürlich zugutekommt unter anderem. Und dann gehen wir zum nächsten Board. Und das nächste Board ist dann hier der Blutrausch. Und dann sind wir einmal hier reingegangen. Hier ist dann unerschrocken mit drin. Schaden, während ihr gestählt seid. Und ihr haltet bis zu 10% Schadensreduktion. Je mehr Stählung wir hier natürlich hier besitzen, kommt uns hier natürlich zugute. Hier gehen wir dann lang, dann hier wieder zusätzlich Leben. Wie gesagt, solltet ihr hier unten ne, die Punkte voll machen, dann empfehle ich euch ganz klar, lasst diese Punkte hier weg. Dann habt ihr hier 5 Punkte free. Ne, hier ist natürlich wieder maximales Leben und Heilung durch Tränke, maximales Leben und wieder maximales Leben und Heilung durch Tränke. Aber das könnt ihr dann weglassen. Hauptsache ihr kommt dann hier lang, denn Schaden im Berserker-Modus wird natürlich erhöht und auch die Dauer etc. pp. Damit wir dann hier natürlich auf einen guten Blutrausch-Bonus von 21% kommen. Den wir natürlich dann hier ebenfalls dann mitnehmen. So, dann hier oben. Das nächste Board ist dann Dezimieren.
gehen wir hier natürlich komplett hoch. Und einmal gehen wir hier hin und hier machen wir den Zermalma mit rein. Hier machen wir nochmal zusätzlich Schaden mit Streitkolben. Wir nutzen ja einen Streitkolben, ein Schwert und einen Streitkolben. Und wenn ihr einen Streitkolben führt, verursacht ihr natürlich hier 20% mehr Überwältigungsschaden. Und ja, das hat ebenfalls alles mitgenommen. Hier nochmal zusätzlich Schaden von Streitkolben, damit wir dann auch hier hinkommen können beim Dezimierer. Wann immer ihr einen Gegner verwundbar macht, wird euer Schaden 5 Sekunden lang um 10% erhöht. Überwältigen eines verwundbaren Gegners gewährt euch 5 Sekunden lang einen zusätzlichen Bonus. So. Ja, soweit so gut, Freunde. Und das war's. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Schon wieder genug gequatscht. Und wenn ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du mit einem Follow am Start bleibst und aktivier die Glocke, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Und vielleicht verfolgst du mich ja auch ebenfalls auf meinen Social-Media-Kanälen oder auf meinen Twitch-Kanal, wo ich zurzeit sehr aktiv wieder bin. Ich würde mich riesig freuen. Und ich würde jetzt sagen, bevor ich genug quatsche, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Freigeist TV ist raus. Ciao, ciao.